kann halt noch nirgendwo hin. Ist alles noch nicht fertig. Ist alle auch ziemlich broken hier unten. Ich bin so froh, wenn der Tank da mal fertig ist. Weil dann haben wir hier halt überhaupt keinen Stress mehr, ne? Erde holt er sich raus, ne? Schön. Okay, jetzt sollten hier mal Produktionen laufen. Und das ist hier unten ab auch voll, oder? Rohrblock hier, der hier. Die können halt nicht ewig hier drin bleiben, ne? Weil einfach so viel Kohlendioxid hier drin ist, dass alles zu spät ist. Warte mal ganz kurz, jetzt wo das läuft, lass uns doch mal noch so ein kleines Side-Projekt starten. Damit das wenigstens nach unten transportiert werden kann. Und unten die Dichte steigt. Irgendwann schläft der Körper einfach ein. Ich hoffe nicht. Wir müssen nur immer rechtzeitig raus. Ilona, was machst du denn hier? Granit geliefert. Ilona liefert hier. Guck dir das an. Schaut es mit dem Sauerstoff aus. Uff, ja, okay. Ja. Wie viel? Warte mal ganz kurz. Und zwar. Wir haben noch 19 Tonnen Algen. So. Lieferdienst, Ilona! Irgendwer muss es ja liefern. Ja, genau. Das ist das Ding, ne? Wenn das fertig ist, dann müssen wir mal unseren Duplikanten ein bisschen Zeit geben, alles andere zu machen. Hier steht gerade alles, die lassen gerade alles stehen und liegen. Damit das wenigstens alles so ein bisschen geht. Braucht das auch Strom, das Ding? Bestimmt, oder? Ja, klar. Ich liebe dieses Spiel! Fieser Freezer, ich auch! Holla! Grüß dich! Hi! Na, alles gut bei dir? Und Alex! Grüß dich! Hallöchen! So. Ist jetzt hier oben was fertig? Noch nicht, ne? Ja, wir müssen das Zeug wegbekommen. Wir können halt gucken. Wandelt Rost in Sauerstoff und Chlor um. Na, das ist halt echt doof, ne? Hm. Mal gucken. Markus! Hi, hi, hi! Bin aber nur kurz da. Na, umso schöner, dass du trotzdem vorbeischaust. Das ist doch immer schön. Und Blunt! Moin, moin dir! Grüß dich! So, Christian hier sammelt auch noch kräftig ein. Wie gesagt, ich bin heilfroh, wenn der ganze Bereich hier erstmal erledigt ist. Und das alles mal wegtransportiert ist, alles eingelagert ist, dann haben wir hier erstmal ein bisschen mehr Luft. Wie sieht die langfristige Sauerstoffproduktion aus? Wir werden auf jeden Fall, also wenn das jetzt hier geklärt ist, dann werden wir auf jeden Fall unser neues Konzept auch erarbeiten müssen, wie wir mit Sauerstoff umgehen wollen. Wasserstoffumwandlung ist natürlich Wasser, haben wir jetzt relativ gut durch den Geysir. Da ist so viel Wasser da, dass wir auf jeden Fall immer einen ständigen Wasserfluss Intake haben. Ansonsten haben wir relativ viele Möglichkeiten, Eis zum Beispiel noch zu verarbeiten. Hier ist zum Beispiel unfassbar viel Eis, da haben wir ja super viel von. Müssen wir auch gucken. Ich habe mir da schon einen Container überlegt, wo Eis reinkommt, als auf Gittern steht und drunter kommt der Wassertank rein. Irgendwie sowas. Ja, und das bisschen Öl, was wir hier unten finden, mal gucken. Das werden wir auch nochmal gucken, ob das irgendwie besser geht.
So. Das sind hier die letzten Meter im Prinzip, was hier gemacht werden muss. Code Blue kümmert sich. Und Arminox auch. Pedro kommt auch noch. Hier ist aber saukalt, oder? Minus 16 Grad, ey. Uff. Aber das Wasser ist gar nicht mal so, oder? 11 Grad hat das. Ist gar nicht mal so schlimm kalt. Aluminiumerz, ja. Ist schön, dass wir das alles haben. Ach, guck mal. Ilona kümmert sich hier. Ah, warte mal, hier steigen die Temperaturen langsam an. Hier ist auch schon ein bisschen Wasserstoff drin. Curry gibt alles. Dann kommen die letzte noch. Yes! Das läuft! Ich meine, die Gasleitung bringt hier alles Mögliche runter, ne? Verschmutzten Sauerstoff genauso. Aber das zieht halt den ganzen Schlons hier alles unten unterhalb der Base raus, ne? So. Wir hatten noch irgendwo noch einen zweiten, nochmal einen Diffusor gesetzt, ne? Da hinten. Lass uns den mal ein bisschen höher priorisieren. Der muss fertig werden. Ah ja, Aminox ist schon dran. Okay. Der braucht natürlich auch noch Strom, ganz klar. Okay. Lemon haut einen Hype raus. Es geht! Genau, und dann müssen wir halt das reparieren, wenn das repariert ist. Hier unten hat sich halt jetzt schon eine richtig dicke Kohlendioxidblase gebildet. Der konnte ja vorher gar nicht richtig arbeiten, weil er ja ganz, ganz wenig nur hier unten hatte. Wenn man jetzt mal guckt, wie viel hatten wir hier? Hier waren ja immer so 300 oder sowas drin. Und jetzt haben wir halt, jetzt pumpen wir halt den ganzen Schlons da runter. Und ich hoffe, das zieht halt auch den anderen Mist hier weg. Gut, jetzt haben wir keinen Strom, ne? Nur ein bisschen Notstrom vielleicht. Ja, reicht für die Küche. Okay, also wie gesagt, das mit der Elektrizität. Wie schaut das jetzt aus? Die Gummigeschichte, lass mal jetzt bleiben, komm. Wir hatten die fossilen Brennstoffe am Start, die machen wir weiter. Das machen wir jetzt fertig, das Ding. Wie schaut das jetzt hier aus? Wir haben mehrere Baustellen. Das Gute ist, hier läuft nicht permanent was rein, weil jetzt von unten nichts nachkommt. Hier unten haben wir jetzt so einen richtig ekelhaften Anteil an Kohlendioxid. Boss Peter muss jetzt mal ganz kurz durchschnaufen. Okay. Ja, sobald das Problem ist, und das war immer schon hier unten das Problem, wenn hier zu wenig Kohlendioxid ist, ja, wenn da kein Kohlendioxid ist, bleibt diese Maschine stehen. Wenn die stehen bleibt, kommt kein warmes Wasser mehr durch die Rohre. Das Wasser in den Rohren wird kalt, weil die Umgebung super kalt ist. Und wenn das dann kalt wird, ja, brechen die Rohre, weil es einfriert. Und wenn das aber läuft und immer laufen kann, dann habe ich da gute Hoffnung, dass dann halt auch ein Warmwasser-Intake ist und dass das dann funktioniert. So. Haben wir den ganzen Schlons jetzt hier gemacht? Ja. 8 noch und dann sind wir hier durch. Hier können wir langsam mal das Zerlegen im großen Stil anfangen. Was macht die Lona da eigentlich?
Okay. So, hier die nächsten zwei. Ich mache immer nur zwei, sonst kommen die nicht zurecht. Das können wir aber komplett abreißen, das brauchen wir nicht. Dann schaut die Sache hier schon sehr, sehr sauber aus. Genau, kein Flüssigkeitsausgang, das ist okay so. Okay, dann machen wir hier Folgendes, und zwar, weil wir das nämlich auch noch nicht gemacht hatten, einen Flaschenentleerer. Den wollte ich hier reinbauen. Stellen wir halt den auf eine Leiter. Zumindest vorübergehend. Da ist ja viel Platz. Ich weiß auch nicht, was ich so treibe. Na, naja. Also, das sind jetzt wirklich die letzten Züge. Dann haben wir es hier geschafft. Dann können wir das Ding vom Netz nehmen und dann ist gut. Das sind wirklich jetzt noch die letzten paar Meter. Die Leiter lassen wir drinnen, falls wir Wartungsarbeiten haben, ne? Kamil, Hallöchen, einen wunderschönen. Jo, läuft so. Also das ist, ja, kann man sagen, es läuft. Es kriegt, wir kriegen langsam hier den ganz guten Wert rein. So, reiß alles ab. Pedro. Gut. So, jetzt sagen wir, eine 9er Prio, alles raustragen. Ab dafür. Und wir holen uns jetzt vielleicht nochmal einen neuen Duplikanten, der Reinigung und Aufräumarbeiten machen kann. Lass uns mal ganz kurz gucken. Bedienung der Maschinen, Bauen und Athletik. Ist eigentlich gar niemand so wirklich interessant, oder? Landwirtschaft, Maschinen. Was meint der Chat? Kurze Meinung aus dem Chat. Otto? Also jemand, der bedienen kann, wäre auch gut, ne? Bräuchte man auch einen. Wenn man den Maschinen bedienen kann und Versorgung und Aufräumen macht. Fände ich auch interessant. Meine Lieben, geht nochmal ganz kurz, bevor es losgeht. Denkt immer dran, euch immer wieder ein paar Tickets zu holen. So, aber jetzt kommt Lotus. Lotus Blume an den Start. Selvina, kein Problem. Kriegen wir hin. Lotus Blume geht an den Start. Und Lotus Blume braucht natürlich jetzt einen Job. Und Lotus Blume mag basteln. Na, das ist doch eigentlich eine super Sache. Dann dürft Lotus Blume basteln. Luca dürft auf den verbesserten Bau weitergehen. MB ist am Limit. Raphael ist am Limit. Christian ist... Oh, Christian ist sogar Overkill. Dann macht er die Schutzanzuggeschichte. Er macht eher verbesserte Tragfähigkeit 2, glaube ich. Den müssen wir auf jeden Fall downgraden. Mal gucken, ob das hilft. Ilona ist auch drüber. Die ist Grillen 2, die setzen wir auf Grillen 1 zurück. Ja, das passt. Das ist das Buff-Food, das gerade fehlt. Das Essen, was Ilona immer hinstellt. Das fehlt gerade, absolut. So, wir haben nämlich die ersten Leute, die Hunger haben. Und das müssen wir jetzt lösen, meine Lieben. Was gibt der Grill her? Omelette. Omelette geht immer.
So, hauen wir ein paar Eier in die Pfanne, meine Lieben, das hilft. Und hier oben machen wir jetzt Folgendes. Hier hat es 13 Grad Sauerstoff. Das ist denen eigentlich auch völlig egal und die können im absoluten Dunkel stehen. Okay, Nahrung. Stationen. Landwirtschaftsstation. Dann Nahrung. Wir machen noch Pflanzkästen. So, bis ungefähr hier sollte reichen. Dann machen wir hier erstmal eine Türe rein und ein Siegel drüber. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. So, die Priorität hier ist okay. Hier ist Cold Blue auch schon. Lass die Tür mal offen. Ich weiß, da läuft die Plörre jetzt raus. Hier, okay. Wer erstickt gerade? Raphael. Ja, hier ist halt unfassbar ekelhaft, ne? Klatschnass, wenig Sauerstoff, hungrig und kleine Unterkühlung. Schau, dass du hochkommst, ey. Okay. Denk an das neue Bett. Ja, das ist ein guter Ansatz. Möbel. So, brauchen wir auch noch. Hier, Ilona gibt alles. Ilona gibt alles und jetzt wird erstmal ordentlich gespeist. Wie schaut der Sauerstoffpegel aus? Das ist Katastrophe gerade, ne? Wir haben halt auch kaum Kohle mehr, glaube ich, ne? Hier ist Phosphorit. Okay. Lass mal nur das abarbeiten, das ist vielleicht einfacher. Sand. Ach, guck mal, Oslo wieder. Sauerstoff und Essen sind gerade echt am Limit, das stimmt. Und das muss man, und das erzeugt natürlich auch ein Stresslevel. Horst-Peter geht hier rein. Nee, raus. Der versucht's. Wo will denn der hin? Hier ruhen sie sich aus. Die müssen schnell weiter. Wir müssen halt hier unten auch mal Sauerstoff reinbringen. Was haben wir hier drin? Verschmutzter Sauerstoff. Verbraucht Algen, um Sauerstoff zu produzieren und entfernt ein wenig Kohlendioxid. Aber das geht auch hier bestimmt nicht, oder? Machen wir das mal so, da kriegen die wenigstens hier drinnen vielleicht ein bisschen Luft, ne? Weil das ist keine Lösung so. Ich meine, hier ist Sauerstoff in einer ganz bestimmten Atmosphäre hier. Hat sich ein bisschen was abgesetzt, aber wir müssen halt gucken, dass das bleibt, ne? Okay, wir essenstechnisch kommen wir langsam wirklich an die Grenze. Wir stellen mal 30 Riegel her. Die kann ja dann hier eben umfrittiert werden. Pedro gönnt sich erstmal was. Stress ist bei Christian am höchsten momentan. Jetzt geht das da nicht hin, oder was? Weißt du was? Dann brechen wir den Bau jetzt ab. So. Aufräumen. Hol das Zeug raus und dann ist das hier endlich mal fertig. Das Ding geht jetzt auf Automodus dann. Das Ding geht hier auch auf Automodus.
Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr so schlimm. Was ist bei Code Blue? Klatschnass, Unterkühlung hält Luft an. Oh, Code Blue geht's nicht gut. Nachteule, okay. Raphael. Auch alle wenig Sauerstoff, ne? Was ist mit dem Ding? Haben wir, warte mal ganz kurz, wie viel Algen haben wir? Wir haben keine Kohle mehr, das ist unser Problem. Algen haben wir noch genug. Okay, pass auf. Wir machen jetzt folgendes, wir bauen jetzt nochmal einen Sauerstoffoxidierer rein. Und zwar hier unten. Auf 9er Priorität mit Stromanschluss. Hier geht nämlich auch schön eine Leitung rum. Priorität 9. Hier, so, ab dafür. So. Erstickung. Hier hinten. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn das Ding hier auch läuft. Aber das produziert ja noch nichts, ne? Weil hätten wir hier so schöne kleinen Auftankraum. Ich glaube, die brauchen alle ihr eigenes Bett, Code Blue, weil wenn du hier anguckst, die sind zugewiesen. Ich glaube, du kannst nur einen zuweisen. Und hier ist halt auch unfassbar viel Kohlendioxid mittlerweile drin. Wir haben Alge. Das ist halt die Frage. Kevin Schulz, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Und Corbin Dallas sagt, da ist überall Eis. Das stimmt. Wir sind auf einem Eisasteroiden gelandet. Sag mal, warte mal ganz kurz. Die Prio machen wir jetzt auch mal hoch. Das soll mal irgendeiner aufwischen, weil das geht ja auf keine Kuhhaut. Das erzeugt nämlich auch Stress, wenn die ganze Zeit nasse Füße haben. Weil hier müssen alle durch, ne? Wirft doch die Hamsterräder an. Das ist auch eine gute Idee, ne? Aber jetzt warte mal ganz kurz. Die Idee ist ja auch, dass wir die fossilen Brennstoffe demnächst anschmeißen können. Das wäre auch eine wichtige Geschichte. Ey, haben wir nochmal ein Leaf? Okay. So, wieder ein Bau. Momentan bin ich um jeden Bauauftrag, der abgeschlossen ist, sehr dankbar tatsächlich. So, wir kommen jetzt bald zum nächsten Kohleflöz. Damit haben wir erstmal uns ein bisschen Zeit erkauft. So, das Ding machen wir jetzt auch mal auf. Das brauchen wir jetzt auch gerade erstmal nicht. Genauso wie das, den kann auch erstmal auf. Okay, Sandstein, tragen sie rum. Ah, guck mal, Tini Lu wischt hier mal durch. Schön. Raphael holt sich mal ein bisschen Wasser. Nimm nix auch, oder was? Ach, warte mal. Hier oben sind die ganzen Kisten bereit. So. So, das müsste jetzt aber auch als Landwirtschaft... Genau, ist ein Gewächshaus. Schön. Düngung fehlt. Ja, gut, das ist klar. Der Generator läuft auch. Gut. Danke, Lenitz. Mach's gut. Dornenbeere und Pilz muss hier rein. Okay.
Okay, hier kommt Luca. Der hat jetzt schon mal hier angefangen. Okay. 15.000 brauchen wir pro Zyklus. Oh Mann. Warte mal ganz kurz. Wir haben doch... Lass mal ganz kurz was schauen. Und zwar organisch? Nein. Wo waren das? Rohmineral? Nee. Metallerz? Landwirtschaft? Verschiedenes? Holz. Haben wir ein bisschen was da. Lass mal vorübergehen. Solange wir es jetzt nicht anders können, brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Holz hier. Lass das mal ein bisschen schneller machen. Ich will nur saubere Energie sehen. Ja, vielleicht auch das. Hauptsache die Generatoren laufen, dass hier... wir haben quasi gerade so, dass es reicht, ne? Hier ist auch schön was fertig, okay. Oh, die Energie ist, haut's halt hier weg, ne? Aber wenn hier Kohle drin ist, dann geht's halt so viel besser, ne? Okay, wie schaut das Abwasser aus? Abwasser ist noch in Ordnung. Oh, hier ist schon wieder Wasser. Tinilo gibt echt alles, ne? Ist bestimmt von hier oben nachgeflossen. Ach, die mögen ja kein Licht, oder? Aber jetzt kommen wir langsam hier an Bereiche, wo es wieder halbwegs geht. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Kohle gekriegt. 7 haben wir das, ne? Ja, der ist auf 9 jetzt, okay. Wir können natürlich Energiefresser, die als Energie brauchen, können wir natürlich ausschalten. Das ist richtig. Aber wir könnten zum Beispiel sagen, Metallraffinerie ist jetzt vielleicht nicht so gerade das Ding. Oder lassen wir, können wir anlassen. Da ist ja keine Energie durch. Wir schalten einfach den Transformator aus. Zum Beispiel. Was all that we knew when this song was still new, when this song